Liebe Zuhörer, willkommen zum vierten und letzten Teil der Neueinlesungen der Elegien. 17. Elegie. Hinab zur Flut Atlantis sinkt. Am Goldpalast die Fahnen wechseln. Und vor dem Mausoleum ausgemachter Konvention gerät nicht wenig aus dem Tritt die Macht vom Stechschritt, der bald nicht mehr sticht, nur mühsam sich befleißigt das Ohr der vormals Mächtigen an neue Töne. Revolutionär das wohltemperierte Wandelmenuett in A-Dur Opus 0. Vom Zyklus fröhlicher Paradigmenwechsel. Für Anfänger und welche, die es werden sollen. Danach zum ersten Mal Premiere. Weltvernetzungssinfonie. Der Komponist, verdrießlich für Wirtschaft und Establishment, spezialisiert auf bargeldfreie Töne, schreibt ohne Bläser aus schillerndem Wachstum, umsonst man sucht, die Pauke Profit um jeden Preis. Hinab zur Flut Atlantis sinkt. Unterdessen im Refektorium Raumzeit ein wenig zu hastig tafelt das übergewichtige Ego. Ein Vernunftklappenfehler an der rechten Geistkammer bereits und nicht wenig geschädigt hat sein Kreislaufsystem, die Ökologie. Wie lang das Ego noch verschmäht, ein ganz besonderes Gericht, die Wahrheit, weiß niemand genau. Ein falscher Speiseplan ist noch im Handel. Mit westlicher Profitgier überwürzt der Braten. Die Hochmutknödel sind schön durch. Ausbeutungsbouillon, worin die dritte Lüge klumpt, wie Taubeneier aus Täuschung, Zinsbetrug, Verrat. Alles gründlich gestreckt mit Granulat der Medien, mit Meinungskosmetik reich garniert. Und fürs Gesamtaroma ein Schuss hochprozentige Manipulation. Das Glas sich füllt mit Wein nicht tief genug durchdachter Zusammenhänge. Der schön mussiert, doch er Substanz auf weite Sicht entbehrt. Hinab in die Flut Atlantis sinkt. Eh hat gelernt, durchs Tau zu atmen der Mensch, mit Kiemenlungen des eigenen Selbst, dem Labyrinthfisch ähnlich, fest im nicht mehr Wandelbaren lebend, jenseits Materie, jenseits von Geist, nah am Pulsschlag Satori. Achtzehnte Elegie. Fragen an einen Fisch, der Gedichte schreibt. Wie lebt es sich in Ihrem Teich? Das sei in Wahrheit ein Meer? Interessant. Gehen Sie ab und zu an Land, nachts, um den Mond im Trocknen zu schauen, oder tagsüber, um sich zu bräunen
Und was ist mit Haken und Blinker? Verwenden Sie Spitzhacken? Weshalb ich frage, für den Winter, falls der Teich, pardon, das Meer zufriert. Ah, deute ich Ihr Zeichen richtig? Sie besitzen genug Schlupfwinkel, ausreichend Luftlöcher übers Jahr. Ihr Blick hat etwas Fischuntypisches, etwas gar nicht Starres. Warmherzige Distanziertheit, sagen Sie? Ich kenne Ihre Brutkreislauftemperatur nicht, darum frage ich, wie? Kälte kann man überwinden, falsch leidenschaffende Hitze sei das wahre Problem? Welcher Jahrgang sind Sie eigentlich? Nicht bezahlbar? Unerschöpflich? Sehr interessant. Verzeihung, tragen Sie nicht Haut statt Schuppen? Wie meinen? Hauptsache, jeder besäß eine Seele, die unhäutbar. Gut, ich mag's mir. Was gestikulieren Sie so cool mit Ihrer Flosse? Hab ich Falsches gefragt? Ich soll mir das merken mit der Seele? Gut, ich tu's. Was sagen Sie hierzu? Über Ihre Art existieren allgemein gewisse Vorurteile. Kaltblütig, erdfern nennen Sie die einen, glitschig und nie zur Stelle die anderen. Nehmen Sie dazu bitte Stellung. Wie? Über uns Menschen existieren auch Vorurteile, die, was muss ich hören, sogar Tatsachen sind. Ja, und die lauten bitte. Wir Menschen seien neidblütig, reichtumversessen, enggeistig, eitel, wahrheitsarm. Danke, das genügt. Erlauben Sie, dass ich fortfahre. Sie wollen noch was hinzufügen, wenn's sein muss, bitte. Unsere Kiemen seien zu eng, unsere Flosse zu drehbar, nach seichtlicher Strömung hin, unsere Schuppen bald zu rot, unsere Gierschwimmblase erklettere zu oft Kurs im Vergänglichmeer. Nun gestatten Sie, darf ich wieder Fragen stellen. Weshalb reimen sich Ihre Gedichte fast nie? Beherrschen Sie nicht diese Kunst? Oder unterstützen Sie das Märchen vom Vers, der Auszug, das Reimen zu verlieren? Haben Sie Frau und Kind? Was machen Sie, wenn saurer Regen bei Ihnen niedergeht? Sie winden sich wie Zitronen, das ist sehr interessant. Haben Sie wasserfeste Geigerzähler? Bei Ihnen zählen nur Gitarren? Klavier, die Beatles, Klassik und Jazzmusik? Aha. Wie? Ich soll unbedingt Brad Mehldau anhören? Gut, ich versprech's. Wie kommen Sie mit Konkurrenzdenken klar? Glauben Sie, dass der Fisch durch Einkommen, Statussymbol, Beruf oder Herzensbildung sich tatsächlich ausreichend definiert? Wie? Sie sagen was? Nicht jeder Fisch ist in Wahrheit ein steiler Fang. Schwemmen Sie lieber im Tiber zur Augustuszeit? Oder wär Ihnen die sanft wogende Ägäis recht unter dem großen Alexander? Wie? Sie befinden sich im Tiber? Sie schwimmen in der Ägäis? Fahren wir fort. Wie gefallen Ihnen Literaturpreise? Sie, der bis heute jeden Preis ablehnt. Aha, wer Preise bekommt, benötigt sie dringend. Sie meinen allein der Schöpfer der Dinge, Gebühr, Lob, Preis und Kritik? Fischtheologisch sehr interessant.
Beten Sie für Ihre Angler. Wie? Römer 8, Vers 28. Gut, ich lese später. Besuchen Sie regelmäßig sonntags den Wasserdienst. Jeder trägt das eigene Wasser in sich. Welche ist Ihre Lieblingsfarbe? Sind unter Wasser vielleicht in Wahrheit alle Fische grau? Glauben Sie an das, was Sie schreiben? Ah, sonst hätten Sie es nicht geschrieben. Aha. Man darf das lyrische Ich mit dem persönlichen Ich nicht verwechseln. Gut gesagt. Haben Sie jemals über die Wärme der Kälte und über die Kälte der Wärme sich Gedanken gemacht? Gehen Sie im August manchmal an Land, um die Arbeit der Vögel zu belauschen? Das kann man genauso gut vom Wasser. Nun gut, 1:0 für Sie. Können Sie Wasser ohne weibliche Fische sich vorstellen? Die Frage sei zu dumm, verzeihen Sie. Gibt es bei Ihnen Systemfeinde und Opportunisten? Wenn ja, was geschieht damit? Um die kümmert sich die Haihecht-Wasserwacht? So. Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Element? Man soll hier und da die Elemente wechseln, im Element leben, ohne das eine Element mit dem anderen Element zu verwechseln. Ich leite die Antwort weiter an meinen Chef. Beeinträchtigt Sie die Schleppnetzfahndung? Existiert bei Ihnen Vermummungsverbot? Wie und auf welche Weise äußert Lebensangst sich unter Wasser? Geben sich Ihre Artgenossen, die verzweifelt sind, manchmal die Moräne oder den Sondermüll oder zupfen absichtlich die Harpune? Was flüstern Sie? Überwinde täglich. Ihnen wird's zu privat. Sie wollen das Interview beenden. Dann danke ich für die Gesprächsbereitschaft und wünsch gut Tauch. Blubberdiblub. Neunzehnte Elegie, antiker Gesang. Attikas Sonne, freundlich gegrüßt mir sei, leuchtend Gestirn, hell atmend, deine Bahn blaue Fluren durchschwebt. Gastfreundlich, Wolken keinmal gesinnt bist, heiter wie strahlender Morgen sich schenkt, beginnenden Tag Glanz spendest jeglichem Du. Des Meers Wellen verschmitzt lächeln, in deinem Licht sie reichen einander Hand, als wär's zum Ringelrei. Fisch, Stein, Muschel, Seestern, Anemone, die Koralle am Fels, alles freut Glanz der Farbe von dir. Und ihr, freundliche Delfine, Purzelbaum schlagend, wachsam bei Gefahr, ständig zu retten den Mensch. Einst dir, Sappho, jedwede Rettung kam spät, da mit Absicht selbst, man sagt, dein Schicksal Sturz vom Felsen gewählt. Am Morgen aber, so ein Strahl erst, dem Fischer kitzelt die Nase, ihm anders ums Herz wird, das Netz fröhlich auswirft er, hoffend auf Fang. Bald geschäftiges Treiben herrscht in Gassen der Stadt. Alles lebt unter deinem Licht und regt sich freundliche Sonne.
Wenn vorüber der Tag aufspannt Abend, Nacht schwarz-blaue Segel. Die Stunden halten Kurs auf die Gewässer der Stille. Nicht im Dorf so. Vorm Olivenhain der Stadt, jetzt erwacht und nicht eher, was manch einer nennt, das Leben neidisch. Zuvor aber freundliche Sonne, in Goldbogen bettest dich nieder. Lang der Himmel träumt noch die Farbe von dir. Zwanzigste Elegie. Clive A. Stafford Smith und Stephen Drumley gewidmet, sowie allen Todesstrafegegnern weltweit. Teil 1. Du sollst nicht töten. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13. Durch die Todesstrafe überschreitet der Mensch sein Maß. Er ist nicht Herr über Leben und Tod. Adolf Arndt. Um das rechte Verhältnis herzustellen, müsste die Todesstrafe gegen einen Verbrecher verhängt werden, der sein Opfer zunächst warnt, dass er es an einem bestimmten Tag auf schrecklichste Weise ermorden wird. Und es von diesem Moment an monatelang in seiner Gewalt gefangen hält. Ein solches Ungeheuer wird man im privaten Bereich nicht finden. Albert Camus. Wie immer es um die Todesstrafe ideell auch steht, so haftet ihr praktisch als Exekution etwas so unverleugbar Ekelhaftes und entehrend Barbarisches an, dass meiner Überzeugung nach jedes Argument, das abstrakt kulturphilosophischerweise zu ihren Gunsten sprechen könnte, davor zunichte wird. Thomas Mann. In Ländern, in denen die Todesstrafe eingeführt ist, wäre ich dafür, dass die Justizminister sie selbst ausführen. Nur damit können sie deutlich demonstrieren, dass das Amt des Henkers ein ehrenwertes ist. Ilse Eichinger. Die Todesstrafe maßt sich ein ungeheuerliches Vorrecht an, indem sie eine stets relative Schuld durch eine endgültige und nicht wiedergutzumachende Strafe sühnen will. Albert Camus. Man darf nicht müde werden, unserem Volk immer wieder zu sagen, dass Henker und Fallbeil keine geeigneten Mittel sind, um die Probleme unserer Gesellschaft in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu lösen. Gustav Heinemann. Wenn man sagt, der Mörder habe sein Leben verwirkt, so setzt dies eben voraus, dass man sein Leben verwirken kann. Im Fall der Todesstrafe legt das der Staat fest. Er stellt damit ein öffentliches Modell vor, dass Menschen das Leben anderer Menschen für verwirkt erklären lassen. Von da ist es kein weiter Weg zu einem Denken, bei dem bestimmte Gruppen in der Gesellschaft anderen Menschen das Lebensrecht absprechen. Horst Hirschler. Gleichgültig, wie schrecklich und abscheulich die Taten auch sein mögen, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der absolut schuldig wäre, für den wir jede Hoffnung aufgeben müssten. Robert Badinter. Dass unsere Gesellschaft glaubt, Kinder als einen Akt der Rache hinrichten zu müssen, darf nicht
hingenommen werden. Amerikanische Anwaltskammer 1983. Während meiner Zeit als Gouverneur habe ich gelernt, dass alle Todeskandidaten etwas gemeinsam haben. Sie sind arm, es gibt noch andere Gemeinsamkeiten, geringe Intelligenz, wenig oder gar keine Bildung, wenige Freunde, zerrüttete Familien. Aber die Tatsache, dass sie kein Geld hatten, war einer der Hauptfaktoren bei ihrer Verurteilung zum Tod. John Dissell. Wir sollten gemeinsam dafür arbeiten, dass die Todesstrafe weltweit zu einem Relikt der Geschichte wird. Franz Steinkühle. Two wrongs don't make a right. Alan Jeffrey Bannister. The death penalty is cruel and unusual because it is imposed infrequently and under no clear standards. Its purpose, whether retributive or deterrent, cannot be achieved when it is so rarely and unpredictably handed out. 1972, United States Supreme Court ruling, Furman versus den Staat Georgia. Wanted. Ein gerissener Killer. Vorname Rechts, Gottes, Propheten, God's Own, Nachname Staat, Land, Regime, Country. Gern verwendeter Tarnname und Symbol, Demokratie, Freiheitsstatue, Supreme Court, Supermacht, geschworene Volkskammer, DDR im Namen des Volkes, im Namen Allahs, Duma. Tatsächlicher Künstlername, China, Vereinigte 38 Tötungsstaaten von Amerika, Russland und GUS, Iran, Irak, Japan und ca. 100 Staaten weltweit. Genaue Kunstbezeichnung. Letalinjektion durch Tötungsmaschine, Giftspritze per Hand, Elektrokution durch elektrischen Stuhl, Old Sparky. Gaskammer, Erschießen, Erhängen, Erdrosseln, Steinigung, Köpfen und vieles mehr. Komplizen des Killers. Zahlreiche Richter, Henker, Mullahs, Präsidenten, Gouverneure, Staatsanwälte, Gotteskrieger, Pflichtverteidiger, Falschzeugen, Exekutionsteambeteiligte, gewissenlose Medienleute und Zeitungsleute, Betreiber, korrupte Polizisten, Lügenpsychiater, gestörte Politiker, Ärzte, Pfarrer, Bürger und viele mehr. Zusätzliche Verbrechen des Killers. Jahrelange, jahrzehntelange Psychofolter, dank Scheinhinrichtung, dann kurzfristig Aufschub, Psychofolter durch Isolationshaft, durch willkürliche Kontaktsperre. Folter mit durch Hundehetzen, Elektrogürtel, Elektroschocker, Reizgas, Folter durch körperliche Misshandlung und vieles mehr. Besondere Kennzeichen des Killers. Archaisches Rachedenken, Missachtung von Religionsgebot, trägt falschrum beschlagene Todesurteilabsätze, Todesbefehlgerassel soll von wahren Ursachen und Gründen gesellschaftlicher Fehlentwicklung ablenken. Tötet zumeist Arme und Schwarze, lässt töten aus Politik-Karrieregründen, tötet politisch Andersdenkende. Der Killer sich verleiht Aura bürgerlich sanktionierter Legalität, die angeblich nicht umkehrbar sei. Eine neue Sündenlüge aus seinem Mordregister. Seine besondere Spezialität. Der Killer tötet Kinder, tötet geistig Zurückgebliebene, tötet Jugendliche. Der Killer tötet unschuldige Menschen. Orte des Verbrechens.
Richterstuben, Gerichtssäle, öffentliche Plätze, Wälder, Gruben, Höhlen, Steinbrüche, Kellerverliese, hinter hohen Gefängnismauern, Todeskammern. Bevorzugte Mordzeit. 1 Minute nach Mitternacht, früh am Morgen, spät abends. Zeugen des Verbrechens. Alle Anwesende bei der Hinrichtung, der direkte Weg. Indirekt, alle Weltbürger, die Bescheid wissen, aber nichts dagegen tun. Wege zum endgültigen Ausschalten dieses Killers. Als Eye-Opener zur Abschreckung, Live-Hinrichtungsübertragung zur Primetime. Isolierung von Staaten, die Menschen als Bestrafung ermorden. Zivile Ungehorsamgebrauch, Familien- und Länderprotest gegen Mordstaaten. Vereinigung aller Weltgegner der Todesstrafe. Ausüben von Störmanövern, Bürgerproteste, Aufstände. Ganzjähriges Anprangern der Todesstrafe bei nationalen sowie internationalen Gremien und Einrichtungen. Umkehr des materiellen Turbokonsum-Weltwertesystems hin zu geläuterten und vernunftvollen Konsumwertedenkens. Ausüben von massiv politischen Druckes. Friedliche Durchsetzung radikaler Maßnahmen zu weltweit sozial gerechter Reichtumsgleichverteilung. Abkehr von falschen Weltleitbildern wie Profit, Gewalt, Machtzentralisierung, Karriere um jeden Preis. Bekämpfung von Ausbeutung und Hunger auf der Welt. Massivförderung einer spirituell erfüllten Weltgemeinschaft. 20. Elegie, Teil 2. Da sitzen sie in sauberem Hemd, weiß bekragt, mit Goldrandbrille, Bierbauch, Kaffeetasse in der sauberen Hand. Im Land der 38 Vereinigten Tötungsstaaten von Amerika. Ort Potosi Correctional Center, Mineral Point, Missouri 63660, USA. Hochsicherheitsgefängnis hier und andernorts. Da sitzen sie am sauberen Tisch und legen fest den Tod. Der sauber ist, chemisch sauber, klinisch steril. Ihr Tod kommt, wenn man ruft, sein Name heißt Gift. Da sitzen sie, gemütlich sauber geht es zu, bedächtig fast, sonorer Ton, gut frisiertes Silberhaar. Sie sprechen davon, von der Sache, wie eine Geschenkezelt an Weihnacht. Sauber glänzt der Fußboden unter ihren Sohlen, wo Füße, saubere Füße, wie Huf vom Pferd ungeduldig scharren. Gern sie erwähnen, dass aus ihrer Runde jeder wäre sofort bereit, auf den besagten Knopf zu drücken. Einmal, zweimal, öfter, immer wieder. Drück, drück mich, drück fest. Der Knopf ist sauber, kein Schmutz von Fingernagel ihn beschwert. Ein sauber Knopf für saubere Hände. Mit leisem Klickgeräusch gleitet er stolz in eine saubere Fassung, die gut beschriftet, geölt. Wo Fortgang nimmt seinen Verlauf, das saubere Geschehen. Falls Sie Privates offenbaren,
erfährt man, dass sie gerne jagen, fischen, gern schießen gehen. Eichhörnchen töten sie am liebsten. Und solch Straße, wo sie's tun, ist sauber hinterher. Wer ihnen zuhört, dem wird klar, sie lieben ihren Arbeitsplatz, den sicheren. Wenig Krisen, genug Nachschub, Kameradschaft. Sie nennen sich ein sauber eingespieltes Team. Einschlafen danach, wie sie versichern, klappt stets problemlos. Nach getaner Arbeit gibt's T-Bone Steak, French Fries und Coke als Nachtisch Götterspeise. Das alles essen sie mit Fingern, welche sauber sind, die auf sauberem Tischtuch liegen, hinterher. Geht täglich eine Schüssel um von Stein zu Stein. Zufrieden erwähnen sie, dass beinahe sie alle waren beim Militär. Dort, in Vietnam besonders, auch in Korea, auch im Golfkrieg, ging's sauber zu. Ein gutes Training, meinen sie, ersetze das Gewissen. Ein guter Befehl zum Töten, zum Morden, zum Quälen, macht die Seele munter, sagen sie, und sauber. So also lernt man Sauberkeit. Da sitzen sie, mit Goldrandbrille, Doppelkinn, mit seltsam in ihre Welt gefügte Augen. Als fehle was. Augen, welche eckig wirken, ein- und ausgeschnürt, verschleiert, wie im Kokon, kalt, eiskalt. Aber dennoch sauber, solide, gesetzestreu, paragraphenfest, folgsam, devot, square. Augen, die Verbot haben, dass sie denken, fühlen. Gehirne, die Befehl haben, dass sie ruhen, abschalten. Das Nachtschlaf-Wiegenlied Gewissen. Sie fortwerfen. Vielleicht, weil es zu sauber ist. Mörderaugen, die rechtskräftig verurteilt, blicken wärmer, lebenswärmer, zur Umkehr bereiter als die ihren. Das Purpurgeflecht im Augenweiß legt Zeugnis ab, spricht rote Bände. Etwas lässt kein Malwaschen sauber sich, im Direktorzimmer am Besprechungstisch. Falls nach dem räudigen Hund tot, sie rufen, der drei Stöckchen holt, so wissen sie, im Ektoplasma ihrer Zellen, das ganz weit unter dem Gewebe schwel ein Stoff, der Sorge bringt. Protoplasma Armageddon. Substanz an Sein, von jener Art, die nicht verzieht, zuletzt. Da sitzen sie mit Goldrandbrille, in weißem Hemd, das sauber ist. Beim Vorname rufen sie vertraulich sich. No, really, wie käme man drauf? 10, 15, 18 Jahre in ihrem sauberen Hotel zu sein, etwa als Folter zu bezeichnen? No, bei so viel Dingen, die hier sauber sind. Sauber der Sportplatz, Fitnessraum und Halle. Sauber alle nicht vorhandenen Fenster. Sauber Musik- und Essraum, Gang und Zelle. Sauber Direktorzimmer und Holding Cells.
sauber zubereitet, die letzte Mahlzeit. Stets betonen sie, dass man bestellen darf, so viel man will. Sauber der Zeugenraum, das Spritzbesteck. Säuberlich getrennt, es warten auf den Einsatz die Chemikalien. Besonders sauber Zahnarztzimmer und Nebenraum danach. Speziell dem Phänomen Zeit wird hier viel Sauberkeit gewidmet. Auf Restzeit, welche bleibt, wird sauber aufgepasst. In Regel sauber eingekleidet, scharf zugenäht, geschnürt. No one here gets out alive. Uhr. Alle begeben sich auf ihre Posten. 19 Uhr. Das Telefon wird überprüft. 19.30 Uhr. Der zu Ermordende erhält saubere Kleidung. Ein Beruhigungsmittel reichen saubere Hände ihm. Gleichzeitig wird geprüft, ob die Maschine sauber glänzt, ob einsatzbereit. 20.30 Uhr. Liege wird vorbereitet. Saubere Jalousien ziehen in der sauberen Kammer saubere Hände herunter. 22.30 Uhr. Ein Priester in sauberer Soutane meldet sich in der Zelle. Saubere Ambulanz und ein Leichenwagen fahren an der rückwärtigen Pforte vor. Staatliche Zeugen melden sich am sauberen Personaleingang. Saubere Telefone werden von sauberen Damen und Herren besetzt. 23 Uhr. Der stellvertretende Direktor kontrolliert in sauberem Anzug die Telefonleitung. Zum noch sauberer gekleideten Justizminister. Sauberste Weste, weißester Kragen, sauberste Krawatte, sauberstes Einstecktuch, reinlichstes Hemd, sauberste Schuhe. Der allersauberste Gesamteindruck. 23.15 Uhr. Der Arzt in sauber zugeschnittenem weißen Kittel, Hippokrates nie gehört, überprüft das rein polierte EKG-Gerät. 23.30 Uhr. Der Abteilungsleiter telefoniert mit dem Stellvertreter vom Gouverneur, der die allersauberste Erscheinung ist. Ob es einen Vollstreckungsaufschub gibt. Der Programmüberwachungsassistent stellt sicher, dass sich nur autorisiert saubere Personen im Hinrichtungsraum befinden. 23.35 Uhr. Der zu Ermordende wird zu der fahrbaren Liege eskortiert und sauber festgebunden.
Die Fühler des EKG-Geräts, das reinlich schimmert, werden an ihm befestigt. Der intravenöse Katheter wird sauber nicht eingeführt, wird selten sauber gelegt, wie es in der medizinisch sauberen Fachsprache heißt. Grund: zerstochene Arme. 23.40 Uhr. Die Zeugen des zu Ermordenden bekommen Zutritt an die blitzsaubere Stätte. Sie werden einer gesonderten Sicherheitsprüfung unterzogen und sind die ganze Zeit von den Staatszeugen getrennt. Null Uhr null null. Der Abteilungsleiter telefoniert mit dem leitenden Direktor, ob es einen Vollstreckungsaufschub gibt. Falls nicht, werden die sauberen Jalousien in der sauberen Kammer geöffnet. 0 Uhr 01. Der leitende Direktor verliest den auf sauberem Papier verfassten Vollstreckungsbefehl. Null Uhr null zwei. Die sauberste Sache der Welt beginnt. Epilog von Seneca, benannt das glückliche Leben. Ich will Reichtum, ob ich ihn besitze oder nicht, unterschiedslos verachten und werde weder, wenn er anderswo sich häuft, bedrückter, noch, wenn er rings um mich funkelt, stolzer sein. Ich werde auf das Glück nicht achten, wenn es kommt, und auch nicht, wenn es mich verlässt. Ich werde die ganze Welt als mein und was davon mein ist, als aller Eigentum ansehen. Soweit, liebe Zuhörer, also die Neueinsprechung der 20 Elegien. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Es kommen jetzt noch, vielleicht im alten Jahr oder im neuen, die drei abendländischen Gesänge. Und damit ist das ganze Werk in der Sprache der Toten in den zwei Bänden mehr oder weniger online gestellt. Falls wir uns nicht mehr sprechen, auch heute nochmal einen guten Rutsch, ein glückliches und zufriedenes und vor allem erfülltes 2020. Bis demnächst.